Guten Tag. In der letzten Folge ist gar nicht so viel passiert. Und zwar gab es ein kleines Nöcker-Festessen zu Ehren der beiden Brandstifter und Brandschatzer, da sie die Nöcker aus dem Joch befreit haben und sie sich endlich wieder in ausreichendem Maße hassen und verachten können, denn das brauchen sie, um das Beste abzuliefern. Jedenfalls ist das eine Interpretation, die ich okay finde. Des Weiteren haben sie, Sophie hat sich belesen, auch ob das Eides, den sie irgendwann mit David geschworen hat, und hat das noch nicht für nötig befunden, ihn darüber genau aufzuklären, ist vielleicht noch nützlich, wenn er das nicht weiß. Und David hat sich seine Freundin abgeholt. Hat er die da abgeholt? Ich glaube, ja genau, er hat sie da abgeholt. Sie wurde ihm aber leider am Ende wieder gestohlen. Und ihre Wohnung wurde ein bisschen umgeräumt. Es wurden Dinge entfernt. Und es gab eine Diskussion, ob das, was Kamal David antat, schlimmer sei als das, was David den Dude zu Halloween antat. Und da mittendrin haben wir abgebrochen. Nicht, weil Daddy plötzlich rausgeflogen ist, sondern einfach, weil das ein guter Cutpunkt war. Deswegen finden wir auch voll gut wieder rein. Halt den Mund. Viel Spaß und bleib geil. War mir nur nicht sicher, ob du dran gedacht hattest. Das letzte vorm Abbruch war, dass, glaube ich, David gesagt hatte, dass es nicht vergleichbar ist, was er gemacht hat und was ihm angetan wurde. Richtig. Dann sind wir jetzt in einer Pattsituation, denn Sophie hat gesagt, doch, das ist es. Ist es nie? Er wusste, was er tut, und er hat das vorsätzlich getan, damit er unseren Nachbarn schaden kann, was er kacke ist. Weißt du denn, was unser Nachbar in dieser ganzen Angelegenheit macht? Ich denke nicht. Nee, aber ich glaube nicht, dass der wesentlich besser ist. Mit Sicherheit nicht. Aber das ist mir egal. Warum mischst du dich da überhaupt ein? Ich habe mich ja gar nicht eingemischt. Ja, offensichtlich ja irgendwie schon. Ja, indem er meinen Namen benutzt hat, um das zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du bist ja auch sofort petzen gegangen. Ja, weil sich's nicht gehört. In unserem Haus irgendwas kaputt zu machen und zu klauen. Ja, ich verweise nochmal darauf. Weißt du, was auf der Gegenseite passiert ist? Zwar vielleicht nicht in unserem Haus, aber das Gleiche. Möglicherweise. Und? Damit habe ich ja nichts zu tun, das ist nicht in meinem Haus. Diese Diskussion ist müßig. Außerdem habe ich mich ja nicht. Also, eingemischt habe ich mich ja nicht wirklich. Ich wurde gefragt und ich habe geantwortet. Klärt das unter euch. Das werden wir, kein Problem. Okay, aber lasst mich da raus. Bitte. Ich hatte nicht vor, dich da reinzusehen. Okay. Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung. Weil ich hier im Haus wohne. Das ist für mich kein vernünftiger Grund, dir was anzutun. Okay. Das ist beruhigend. Was machen wir jetzt wegen dem kleinen Krams hier? Nix. Was willst du nun machen? Na, erstmal rausfinden, warum und weshalb. Interessiert dich das gar nicht? Kannst du das sowieso nicht ändern. Das ist richtig. Aber ich kann es vielleicht ändern, dass es nochmal passiert. Wie denn? Ich soll die Wohnungstür zweimal abschließen? Als ob das was bringen würde. Siehst du? Aber wenn man mit den Leuten redet, kann das ja eventuell sein, dass sie das gar nicht mehr tun. War bestimmt Miriam. Es war bestimmt Miriam. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Mutwillige Zerstörungslust. Gut, das sieht ihr irgendwie ähnlich, aber. Aber dann gerade warum bei uns? Weil wir uns gut mit dem Wanz verstehen. Okay, der Logik kann ich jetzt nicht folgen. Na, ich hatte dir doch erzählt, dass ich mit dem Wanz einen Hut gebaut habe, wegen Miriam. Hast du nicht. Echt nicht? Nee. Doch vor dem Spitzbart habe ich ihn doch gewarnt. Das habe ich ihm doch erzählt. Aber du hast nie die Geschichte erzählt, dass er sich einen Reim drauf hätte machen können. Oh.
Der Wanst hat einen bösen Zwilling. Der hat einen Spitzbart. Ich vermute, das war der. Und dieser böse Zwilling ist Miriam. Ist das nicht dieselbe Person? Nein. Deswegen wusste David auch nichts damit anzufangen, als letztes Mal euer Kühlschrank ausgeräumt war und ein einzelnes schwarzes, Barthaar-ähnliches Ding herumlag. Okay, jetzt bring mich mal komplett auf Spur, Wett. Na, der Wanst hat einen bösen Zwilling. Der böse Zwilling ist Miriam und die unterscheiden sich dadurch, dass Miriam einen Spitzbart hat und der Wanst nicht. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein fake aufgesetzter Bart, damit sie tun und lassen kann, was sie will, oder? Nee. Ich glaube, die meint das echt ernst. Also die beiden schon mal zusammen gesehen? Nein. Die teilen sich denselben Körper? Weiß ich nicht. Selbst wenn. Es gibt in so vielen Geschichten böse Zwillinge. Warum soll es sie hier nicht auch geben? Hm. Oder hältst du den Wanst für jemanden, der sich so eine Geschichte ausdenkt? Schon zu einem gewissen Prozentsatz, ja, doch. Es ist immer noch ein kleines Kind. Ja, eben. Also muss ich mit Miriam aka dem Wanst reden, dass wir das nicht mehr, dass wir nicht in den Plan eingezogen werden wollen? Nee, du solltest, wenn überhaupt, mit den Wanst reden und ihn fragen, wo du Miriam finden kannst, aber ansonsten. Miriam war der böse Teil. Ja. Alles klar. Wie kommt man dem bösen Teil von ihr am nächsten? Weiß ich nicht, da musst du sie fragen. Hm. Gott, ich hasse Kinder. Du bist doch die ganze Zeit bei Kindern. Du hast bestimmt irgendwelche Ideen. Wieso Kindererziehung? Was willst du denn da erziehen? Ich will nicht, dass dieser komische Miriam-Verschnitt von dem Wanst. Das ist ein böser Zwilling, der wird das immer machen. Der ist dafür geboren, um das zu tun. Der ist dafür da. Gott, hast du nie Märchen gehört in deiner Kindheit? Ja, es gibt aber immer irgendjemanden, der dann den bösen Zwilling tötet oder wie auch immer. Na dann. Sollte der Wanst am besten selbst machen. Möglicherweise. Na gut, dann lade ich sie mal zum Essen ein. Mach das. Gut. Gesagt, getan. Also ich würde jetzt wirklich quasi ein Diner bereiten demnächst. Also das Vorbereiten dazu. Ein Diner. Wie ist das denn aufgebaut? Sehr viel Fleisch. Achso. Und was heißt demnächst? Das ist schließlich für den Wanst. Ja, das ergibt Sinn. Ja, eben. Das ist quasi einiges an Dingen für den Wanst. Also eine Rinderhälfte im Wesentlichen. So ungefähr, ja. Und wann soll das passieren? Heute Abend oder morgen Abend, irgendwie sowas. Okay. Na, du hast ja noch einen ganzen Tag Zeit. Eben, und dann würde ich hier quasi eine Einladung schicken. Wie denn? Ich mache hier quasi einen Brief, wo Miriam draufsteht. Naja, nicht Miriam, der Wanst draufsteht. Mhm. Und, Also eine richtig schöne, hochoffizielle Einladung. Mhm. Ja. Man kann sich sogar, wenn ich sowas, ach, ich bin ja handwerklich geschickt, ich mach mir sogar ein kleines Hummelsiegel, quasi, also so ein Stempel, damit ich mir ein Siegel ins Wachs drücken kann und mach da so einen Wachs drauf und so weiter davon. So, mit Siegel und hast nicht gesehen, damit das halt vernünftig aussieht. Mhm.
Und mit diesem Machwerk? Ja. Was wirfst du dann ein? Das werde ich da einwerfen, ja, bei denen. Okay. Beziehungsweise werde ich, glaube ich, der Herr Satt hatte keine Telefonnummer, ne? Ihr habt keine. Na, ärgerlich. Habt ihr eine? Ihr habt keine. Bei denen hätte ich mich vorher gefragt, an welchem Tag sie denn Zeit hat. Wenn ich ihn zufällig sehe, würde ich das tun. Na, zufällig auf jeden Fall nicht, nö. Dann würde ich an einem Zeitpunkt klingeln, wo sie wahrscheinlich in der Schule ist. Also nie. Ach, ärgerlich. Kindergarten. Warum auch? Ah, ach so, ja, okay. Ja. Alles klar. So, es ist jetzt Freitag, also am nächsten Tag ist sie auch nicht im Kindergarten. Na top. Das wäre dann am Montag erst. Ich muss ja auch was vorbereiten, so ist es ja nicht. Okay, also klingelst du am Montag, wo sie wahrscheinlicherweise nicht da ist, dort. Habe ich das richtig verstanden? Ja, so dass die halt, dass ich halt quasi den Herrn Satt abfangen kann, um sie, ihn zu fragen, wann sie Zeit hat, weil ich mal mit ihr reden möchte und dann würde ich sie quasi zum Essen einladen. Mhm. An einem Tag, wo sie Zeit hat. Ja, ja. Gut. Also, zu dem Zeitpunkt, wo sie wahrscheinlicherweise im Kindergarten ist, macht sie die Tür auf. Damit. Adrett mit dem Finger in der Nase und einem Müllsack auf der Schulter. Oh, hallo. Na? Ich dachte, du bist nicht da. Doch. Na, offensichtlich. Da habe ich mich wohl geirrt. Na? Und wie geht's dir so? Wieso? Nur so. Ich dachte mir, ich frag mal, wir haben uns schon die Ewigkeit nicht mehr gesehen. Du sag mal, was hast du morgen Abend vor? Hä? Na, was du morgen Abend vorhast. Was ich da mache? Ob du irgendwas geplant hast, ja? Oder ob, Herr Satt irgendwas für dich geplant hat. Morgen Abend werde ich mir nicht die Zähne putzen. Na, das ist doch schon mal... Ist ja eine Ansage, würde ich sagen. Denn morgen Abend ist er nicht da. Ach so? Dann bist du den ganzen Tag alleine zu Hause? Also den ganzen Abend? Ja. Nun gut. Dann, ich zauber die Einladung. Moment, die Einladung mache ich noch nicht. Das ist eine blöde Idee. Dann weiß ich jetzt ja Bescheid. Perfekt. Wieso? Das wirst du noch früh genug erfahren. Jetzt sag schon. Nein. Er nimmt den Müllsack von der Schulter und haut dich damit gegens Bein. Es scheint damit darin allerlei Hartplastik und andere entsprechende Dinge zu sein. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und dann gehe ich nach oben. Dreckwurst. Ich mache dann oben die Einladung fertig für morgen Abend. Schreibe dann noch einen Brief an Herrn Satt, dass ich morgen Abend dann auf sie aufpassen werde. Ne, von wegen so bla bla, ne? Ne, von wegen wollte sowieso mit ihr quatschen und essen, weil wir das von Ewigkeit nicht mehr gemacht haben. Und hab dann erfahren, dass er nicht da ist. Und dann würde ich dann halt einfach anbieten, das zu machen, auf sie aufzupassen abends. Und dann gibt es halt zwei Briefe, einen für sie und einen für ihn. Den Brief für ihn schmeiße ich unten ein. Mit dem Brief für sie klingel ich nochmal bei ihr. Okay. Dann machst du die auch nochmal auf. Ich darf dir das hier feierlich überreichen. Was ist das?
Da steht dein Name drauf. Mach es auf. Achso, du hast mir etwas geschrieben. Ich schreibe dir auch etwas. Sie geht in Herr Sattens Zimmer, kommt mit leicht angegrautem Papier wieder und macht da Krakel-Kringel-Bewegungen, so wie Kinder, die nicht lesen und schreiben können. Ich weiß, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und dann gibt ihr dir das. Sehr schön. Da möchtest steht, dass du ein dummes Arschkind bist, weil du mir nicht gesagt hast, was du willst. Oh, danke schön. Soll ich dir vorlesen, was da drauf steht? Ja. Nun, da steht an den Wanst. Sehr geehrter Wanst. Leider bedauere ich, leider muss ich feststellen, dass wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Daher würde ich dich gerne morgen Abend, das ist sogar mit dem Datum geschrieben, yep, einladen zum gemeinschaftlichen Essen und Zeit verbringen. Liebe Grüße. Wir haben uns doch vorhin gesehen. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du da bist und die Einladung war schon fast fertig. Ich muss ja nur abklären, wann du da bist. Und da gibt's Essen. Da gibt's Essen. Na gut. Na gut. Dann werde ich essen. Das ist wohl richtig. Ich würde mich über deinen Erscheinen freuen. Sie nickt bedächtig. Ich gebe ihr quasi den Brief mit Siegel etc. wieder zurück. Sie kostet das Siegel. Das ist feinster Bienenwachs. Und spuckt das Wachs dann wieder aus. Sehr schön. Wir sehen uns dann morgen Abend. Tschüss. Tschüss. Am nächsten Abend wird sie dann auch kommen. Ist ja gut. Da du ja satt einen Brief geschrieben hast, wird sie wohl irgendein Kleidchen tragen. Und ein Schmetterling, eine Schmetterlingshaarspange. Und eine weiße Schleife im Zopf. Wahnsinn. Ja, ja. Das Ding scheint ja leidlich unbequem. Also das Kleid. Und sie sieht darin sehr erdverbunden und grobschlächtig aus, sag ich mal. Noch mehr als sonst. Ausgezeichnet, so soll es ja sein. Dann treten sie ein. Miss Wanst. Hä? Bin keine Miss. Dann geht sie an die vorbei. In die Küche. Ja, da steht halt schon quasi Teller, Zitra. Krams halt vorbereitet. Sie sucht mit den Augen die Decke ab, klettert unter den Tisch, unter die Stühle, guckt sich alles sehr genau an, nimmt einen Stuhl, guckt in Kochtöpfe, riecht, guckt aus dem Fenster, guckt unter die Regale, hebt ein paar Tassen an und guckt darunter. Sie hebt ganze Regale an? Nein, sie stellt sich auf den Stuhl, nimmt von den Regalen eine Tasse runter und guckt da drunter. Und die Regale hängen ja an der Luft, da kann sie sich einfach hinstellen und drunter gucken. Das meinte ich. Achso, ich meinte Regalbretter. Das hätte vielleicht, ja, okay. Ja, dann ich schaue dir ein bisschen zu. Darf ich das den ersten Gang servieren? Ich dachte, es gibt Essen. Ich will nicht rausgehen. Nein, so heißt das. Die erste Fuhre Mahlzeit. Der erste Gang. Hunger. Ja, perfekt. Dann setzt sie sich hin. Ja, ich bring ihr die erste Schüssel quasi. Sie taucht erst den Finger ein, kostet. Und dann ist die Schüssel weg. Ja. Löffel und kaut erstmal eine halbe Minute auf dem ersten Löffel, also auf dem Inhalt des ersten Löffels rum. Und dann schlingt sie in sich rein.
Schön, dass es dir schmeckt. Mhm. Und wie geht's dir? Sie zuckt mit den Schultern. Können wir das abkürzen? Ich kann nicht so gut mit Kindern. Nee. Boah, Alter! Purer Hass! Da tut mir leid, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Was für ein Scheiß. Ich dachte, du bist so ein Kind. Außerdem ist sie ja kein Kind. Ich bin ja auch kein Kind. Also. Also. Ich bin. Ja. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ja, ja, ist klar. Ich improvisiere das, du Arsch. Ja, ich versuche sie quasi in ein nettes Gespräch zu bringen, wo sie quasi sich ein bisschen öffnen kann. Na, das müssen wir schon ausspielen, meiner. Boah, Alter. Das tut mir leid, aber. Und das um diese Uhrzeit. Wieso hast du mich jetzt eingeladen? Na, wir haben schon lange nicht mehr nichts mehr miteinander gemacht. Ja, ja, alle hatten ja, die ganzen Erwachsenen wollten ja auch immer alle was machen. Wir haben halt viel zu tun, ne? Wohnen hin und wieder mal Grafen verklagt. Naja, verurteilt. Das habe ich schon gehört, ihr seid ja auch doof. Boah. Was hätten wir denn machen sollen? Lügen? Wäre ja blöd gewesen, ne? Na, ihr sollt nicht einfach Dinge kaputt machen. Das stimmt, das macht man nicht einfach so. Genau. Aber manchmal ist es halt auch in Ordnung, wenn das man macht, weil man um ein Statement zu setzen. Hm? Um zu zeigen, dass man anderer Meinung ist. Wozu soll das gut sein? Das bringt ja sowieso nichts. Ja, aber wenn viele Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte gehen, kann man ganz schön weit laufen. Der Leon, der hat gesagt, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und dass die ganzen Weihnachtsgeschenke, dass mir die Erwachsenen gekauft haben, da hätte ich auch sagen können, dass ich anderer Meinung bin. Aber was bringt denn das? Nichts bringt das. Nun, ich meine, wir beide wissen ja auch, dass manche Märchen sehr wahr sind. Ja, aber es gibt ja gar keinen Weihnachtsmann. Die Erwachsenen haben mir Dinge gekauft. Und ich habe ihm letztes Jahr ein extra schönes Bild gemalt mit dem Geschenk, was ich wollte. Und dann gibt es den nicht mal. Ja, aber es hätte sein können. Das ist doof. Es ist ein Kindermärchen, ja. So wie es ein Kindermärchen, eine Kinderschauergeschichte über so manche andere Sachen gibt. Ich darf nicht flunkern und die Erwachsenen flunkern mich an. Ja, das stimmt allerdings. Scheiße. Aber das war doch ein nettes Flunkern, oder? Nein, es ist scheiße. Hm. Was soll denn daran nett sein? Na, der Grundgedanke hinter Weihnachten ist, dass man gegenseitig was Gutes tut, man aufeinander zugeht und sich freut, dass der andere sich freut. Und deswegen belügt man uns mit einem Weihnachtsmann. Ja, es klingt besser als ich kaufe dir was Feines, weil ich Bock da drauf habe. Es macht sich halt besser. Hin und wieder eine kleine Lüge ist auch gar nicht so verkehrt. Ich habe mich so doll angeschränkt, brav zu sein. Wofür denn eigentlich? Naja, damit die Erwachsenen auch glücklich sind. Wenn du brav bist, sind die Erwachsenen glücklich, weil du nicht widersprichst oder weil du brav bist. Und wer passt auf, dass ich froh bin?
Nun, in erster Linie sollte jeder für sich selber aufpassen, dass er froh bleibt. Und ansonsten gibt es immer noch irgendwo, ich hole dann die zweite Charge an Futter, Freunde, die aufeinander aufpassen. Denn dafür sind Freunde nämlich da. Dann sollte ich mir auch welche davon besorgen. Das ist wohl richtig. Wenn keiner mein Freund sein will, dann beiß ich ihnen ein Ohr ab. Vielleicht verzichtest du auf das Abbeißen des Ohres. Das hilft vielleicht besser, um Freunde zu machen. Das sind so die kleinen Gesten, kleinen Geschenke, die eine Freundschaft anbieten. Na gut. Oder auch einfach mal zuhören oder einfach mal miteinander reden. Mit mir redet aber keiner. Hast du nicht viel zu erzählen oder will dir einfach noch keiner zuhören? Ach, die sind alle doof. Wie kommt's? Na, die sind eben alle, die sind gemein. Die sagen immer, ich würde Lego-Steine essen. Und einmal vielleicht. Waren nur fünf. Und die knuspern so schön. Und dann, nur weil, wenn sie aber auch eben gemein sind, dann muss ich sie ja hauen. Musst du das? Na, wenn sie doch so gemein sind. Und sie sagen, ich habe eine Froschfresse. Und dann darf ich ihnen noch nicht mal zeigen, was für eine Fresse ich wirklich habe. Weil sie es nicht verstehen und weil sie wahrscheinlich dann sehr, sehr viel Angst halten. Ich würde schon sorgen dafür, dass die das verstehen. Das würde aber gegen den Eschwert verstoßen, nicht wahr? Aber den anderen Feen darf ich es ja auch nicht zeigen, den anderen Feenkindern. Es ist auch sehr beängstigend. Manche Leute. Viele Leute verstehen nicht, was so Besonderes an der Natur eines jeden von uns ist. Nun guck dir mal die Puka an. Die reden und lügen den ganzen Tag. Die sollen ja auch nicht verstehen, in welcher Natur ich rumhocke. Die sollen mich nur mitspielen lassen. Ich bin ein fröhliches Frühlingsmädchen. Vielleicht musst du ihnen das einfach ein bisschen mehr zeigen, dass du fröhlich und für die Erneuerung bist. Ja, das muss ich wohl machen, damit ich mir so ein paar Freunde zulegen kann, weil der dumme Weihnachtsmann ja gar nicht da ist. Weißt du wohl, dass ich mich eigentlich auf Weihnachten gefreut habe, als ich gemerkt habe, dass ich eine Fee bin? Warum? Naja, weil ich dachte, wow, geil, vielleicht gibt's den Weihnachtsmann. Nee, den gibt's gar nicht. Ärgerlich. Das wäre witzig gewesen. Du kannst ja der Heinzel-Weihnachtsmann sein. Vielleicht bin ich das. Aber dir male ich nicht auch noch ein schönes Bild. Das musst du nicht. Mir reichen Worte. Dann will ich erst mal sehen, dass du irgendwann einen roten Mantel hast und einen weißen Bart. Ansonsten können wir darüber leider nicht verhandeln. Sonst gehe ich immer als Kind Tuprecht. Aber okay. Deal. Fertig mit dem Gang? Ja. Sehr gut. Es gibt nämlich noch zwei weitere. Noch mehr Essen. Yep. Ja, ich würde quasi den Hauptgang quasi, das ist ja, sind ja alles pure Fleischmengen, das ist ja eigentlich egal, was für ein Gang das ist, aber das ist der Hauptgang. Man muss so ein Kind auch mal mit anderen sozialen Situationen konfrontieren, das ist ganz wichtig. Natürlich. Das ist ja quasi Kindererziehung. Fünf-Gänge-Menü muss man halt auch mal durchziehen. So is it. Und zum Nachtisch Hackfleisch mit Vanillesoße. Ich dachte jetzt eigentlich an Fleischpasteten. Das war auch nicht ernst gemeint. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt gerade auf dieses blöde Thema mit dem bösen Zwilling komme.
Ich sag mal so, bei ihr musst du wenigstens nicht damit rechnen, dass sie wegen deiner Wortwahl tödlich beleidigt ist. Das ist der Vorteil. Sie ist auch einfach kein Erwachsener, weißt du? Ja, das ist richtig. Wie ist denn vielleicht als ein neuer Freund, Sophie sagte, du hättest eine Cousine oder eine Cousin? Mit dem Spitzbart? Nein. Psst. Das ist Miriam. Oh. Aber die kann nicht meine Freundin sein. Warum denn nicht? Die ist böse. Und? Hä? Na, die ist gemein. Ich verrate mal eines. Das sind wir alle mal. Nein. Ich bin ein fröhliches Frühlingskind und die ist böse. Ach so? Ja. Die hat Marc die Treppe runtergeschubst. Macht häufiger so ein bisschen böses Kram, hm? Immer. Und warum macht die das? Na, weil die böse ist. Ja, keine Ahnung. Hat sie daran Spaß oder weiß die nur einfach nicht anders? Ja, die muss Spaß daran haben. Manchmal, wenn sie was ganz besonders Gemeines macht, dann sitzt sie vorher da und spielt Orgel. Das ist immer das Schlimmste. Orgel? Ja. Was ist die denn hier? Sie zuckt mit den Schultern. Die stand da bestimmt schon. Aber immerhin ist sie talentiert, wenn sie Orgel spielen kann. Wie Phantom der Oper. Aber wenn sie immer so böse ist, vielleicht musst du da mal mit ihr reden. Ich kann nicht mit dir reden. Naja, also wenn du nicht magst, dass sie böse ist, dann musst du halt aber irgendwas tun, würde ich sagen. Aber was denn? Ich weiß es nicht, halt sie auf. Wie denn? Du bist ein starkes Mädchen. Ein Schatten der Furcht huscht über ihr Sicht. Nee, so stark bin ich nicht. Ich glaube, du unterschätzt dich ein bisschen. Nee, die hat so einen großen, haarigen Hund gefressen. Der war fast so groß wie ich. Das nötigt einen schon ein bisschen Respekt ab, das stimmt. Aber ich bin mir sicher, die ist irgendwo auch, wenn sie immer so böse ist, auch ein bisschen verletzlich. Wenn du weißt, was ihr wehtut, dann kannst du vielleicht versuchen, das zu verhindern, dass es ihr wehtut. Und dann wird sie vielleicht auch gar nicht böse. Meinst du? Und zur Not kommst du zu mir und dann quatschen wir darüber. Vielleicht kann ich dir dann helfen. Aber vielleicht bin ich dann auch schon gefressen. Na, das glaube ich nicht. Du bist doch viel größer als ich. Du könntest ja mit dir reden. Auch das könnte ich versuchen, ja. Wenn du mir sagst, wo sie ist. Sie ist im Keller. Okay. Wollen wir nach dem Nachtisch da mal hingehen? Ich will da nicht hingehen. Na, aber alleine finde ich sie wahrscheinlich nicht. Ich zeig dir doch wo. Ach so, na gut. Nachtisch. Nachtisch.
Ja, Fleischpastete, ne? Geht ja nichts über eine vernünftige Fleischpastete. Hm, also ich hau das auch in einem Haps runter. Ja, ich mach von meiner, mach ich mir ein Stück ab, esse das gemütlich und gebe ihr dann den Rest von meiner. Sehr gut. Sie scheint sehr unruhig. Auch besorgt. Sure. Hm. Bevor wir dann runtergehen, hole ich meinen Panda-Anhänger. Bitte? Bevor wir dann runtergehen, hole ich meinen Panda-Anhänger. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir vor ihrer Tür stehen bleiben. Ganz recht, ganz recht, ganz recht. Mhm. Sie wird sie dann aufmachen und dann rennt sie weg. Okay, und ich kann da rein? Ja. Alles klar, ich gehe da rein. Das wird so tödlich. Also. Alles ist schwarz. Du siehst in auch der Boden und alles ist sehr schwer überhaupt zu sehen, ob das direkt Boden ist, aber es ist eine feste Materie, auf der du dich bewegen kannst. In gut 5 Meter Entfernung von dir ist eine Art grüne Lichtung, wo jemand dilettantischst irgendwelche Jänseblümchen versucht hat zu bewässern oder irgendwas. Und daneben liegt ein kleiner Korb mit einer schönen rosa, mit dem schönen rosa Kissen und ein paar Schlangensnacks. Also das sind wie Gummitiere in Form von Ratten. Und dann in weiter Entfernung siehst du eine verfallene Ruine. Alles klar. Ich gehe mal davon aus, das ist der Teil des Wanstes. Also gehe ich zur Ruine. Du siehst ja noch, dass das Schwarz langsam an einigen Stellen über diese Lichtung schwappt und wie Ebbe und Flut sich auch zurückzieht, aber ein minimaler Teil davon bleibt immer zurück. Die verfallene Ruine ist sehr verfallen. Das sieht aus wie eine kleinste Burg, sage ich mal. Also die ist kleiner als euer Haus auf jeden Fall, auch schon bevor die verfallen war. Es brennen einige flackernde Lichter darin und ein eisiger Wind weht darum, schon in einiger Entfernung ist der zu spüren und du hörst Orgelmusik. Ist die immerhin gut? Ja. Es sind immerhin keine Kriegstrollen. Ich finde, Trommeln, das finde ich schon mal ganz angenehm. Aber ich glaube, das hat einen ähnlichen Effekt, oder? Das hat auf dich den Effekt, den du wünschst. Ja, scheiße. Ja, ich näher mich der kleinen Ruine. Darum ist es auch vollkommen schwarz. Yeah. Miriam? Deine Stimme wird locker übertönt von der Orgel. Ja, ich gehe auf die Orgel zu. Achso, du gehst rein, okay. Was heißt rein? Ja, du übersteigst so einen Mauerrest. Sie sitzt da in einer Ecke des Raumes, den Rücken von dir ab, zugewandt den Rücken. Und das ist eine Kinderorgel, die aber dafür natürlich trotzdem einen volltönenden Kirchenklang erzeugt. Na, selbstverständlich. Na du, ich stell mich halt neben. Sie schenkt dir einen Blick mit einem grauenhaften Grinsen, dass sämtliche Zähne, die mehr sind als alle drei Reihen eines Hais, zu sehen sind oder zeigt und sie spielt trotzdem wie eine Wahnsinnige weiter die Orgel. Das machst du schön. Weil, wie heißt dieses Lied? Du stellst Fragen, Alter. Ja, sorry, aber ich muss das ja auch improvisieren. Sie dreht sich ruckartig zu dir um und hört auf, die Finger noch kurz über den Tasten. Es heißt des Heinzelmännchens letzte Reise. Ich habe es selbst komponiert. Klingt schön. Aber ich glaube, der Titel ist etwas irreführend.
Und warum bist du hier? Um mit dir zu sprechen. Ein seltenes Vergnügen. Nicht wahr? Ich weiß nicht, ob sich ein Gespräch mit dir lohnt. Sag mir lieber gleich, wie du schmeckst. Ich glaube, ich schmecke nicht wirklich. Und es ist auch völlig irrelevant, wie ich schmecke. Für dich? Auch für dich. Ist das so? Ja, das ist so. Also, worüber möchtest du denn sprechen? Nun, warum bist du so voller Zorn und Gram? Weil ich so erträumt wurde, David. Ja, wir wurden alle erträumt, wie wir sind. Aber das heißt ja nicht, dass wir darunter leiden müssen. Ich leide nicht. Aber der Wanst? Was schert mich der Wanst? Er und du scheinen sehr verknüpft zu sein, verbunden zu sein. Sie zwirbelt sich durch ihren Spitzbart. Der ist aufgeklebt, richtig? Nein. Das ist wirklich eine andere Person? Ja, natürlich ist es das. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Wir sind weniger verknüpft, als du denkst. Genug, als dass mir ihr Platz guttun wird. Jetzt frage ich mich aber, warum du dann hier bist und sie ist da. Du schaffst es anscheinend nicht ohne sie. Aber sie schafft es auch nicht ohne dich. Und wie viel leichter wird es sein, wenn sie erkennt, dass sie schuld ist an deinem Tod? Wenn sie deinen aufgebrochenen Leib sieht, bei dem ich mit Verzückung und Wonne deine Organe zerfressen habe. Ich glaube, damit würdest du dir eher selber schaden. Ich glaube, du bist nicht sehr weitsichtig, was deine Planung angeht. Ich muss nicht planen, die Dinge fügen sich doch. Ja, und wie immer wird nach dem Winter auch der Frühling kommen. Nach dem Frühling wieder der Sommer. Ich habe dich belauscht, David. Sie springt jetzt von dem Stuhl runter und kommt langsam auf dich zu. Du sagst immer, alles ist so neu für dich und deswegen musst du häufig nachfragen und ich helfe dir jetzt zu verstehen. Sie bleckt ihre Zähne. Oh Gott. Und dann springt sie dir ins Gesicht. Ja, ich hatte es befürchtet. Ich würde gerne dafür sorgen, dass die mich nicht frisst. Ja, lass mich erstmal gucken, wie du ausweichst. Bitte gut. Verteidigung 3, sagt er. Okay, das grauenhafte Grinsen lässt dich vor Schock erstarren, als er dir ins Gesicht springt und direkt in deinen Hals beißt und da ein nicht eben kleines Stück herausreißt und dein Blut durch die Luft spritzt, in das Nichts quasi. Alles klar. Au. Okay. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Du hast da sogar noch Schaden von letzter Woche. Ich müsste dir erstmal jetzt den neuen eintragen. Okay. Aua. Ja, ja. Ist der Richtige. Gut, dass ich in meinem chimärischen Wesen bin, ne? Ja, ja. Das bringt mich auch nur komplett um. Super. Dann habe ich ja auch meinen chimärischen Hammer, richtig? Werkzeug und so hatte ich ja immer dabei. Ja, so einen Hammer hast du dabei, ja. Dann kann ich damit ja zurückschlagen. Alles klar, dann kannst du mir schon mal sagen, was in den Nahkampf passt.
Und ihr schickt am besten. Definitiv zu wenig. Es zählt nicht als Schwert, ha? Dementsprechend nur. Dementsprechend nur 6. Das hat übel viel. Ach, du hast da so viel geschickt, ja. Du gibst dir einen, so wie du es dir vorgestellt hast, wuchtigen Schlag mit deinem Hammer. Allerdings prallt er an ihrer Haut ein wenig ab. Es tut dir offenbar weh, sie zuckt auch ein wenig. Aber es ist jetzt nicht das Effektivste der Welt. Allerdings bist du nochmal dran, weil Inni ist schlecht ausgegangen. Alles klar. Ich verblute nicht gerade zufällig, oder? Nee. Das ist schon schön. Ach, scheiß was drauf, weißt du was? Ich kann ja quasi, das ist hier alles Traumwelt. Also dementsprechend kann ich ja mein Unleashing betreiben, richtig? Ja, aber die Sache ist, da scheiße, ich wollte in dem Mail schreiben. Letztes Mal habe ich dir das gejönnt, aber eigentlich funktioniert das nur mit dem, die bewegen sich unterbewusst weg, wenn sie dich noch nicht gesehen haben und du dich dann anschleichst. Ja, ja, das wollte ich gar nicht benutzen. Gott sei Dank. Ich will mich gerne in eine Fledermaus verwandeln, weil die kann bestimmt nicht so hoch springen, wie ich fliegen kann. Du bist, vor allen Dingen bist du dann schön unsichtbar quasi. Ja, ja, richtig. Und ich habe Ultraschall, weil wegen, ich bin eine scheiß Fledermaus und finde den Ausgang. Darüber müssen wir nochmal sprechen, aber warte mal. Was ist das Skin Mask, ne? Mhm. 1G0WK. Du, hier steht aber, Fee kann aussehen wie ein beliebiges Tier. Nicht, dass ich fliegen kann? Na, du wirst nicht das Tier, du siehst für die so aus. Ich dachte, das wäre doch wieder diese blöde, komische Scheiß. Nee, das muss ich schon gemacht das muss ich den Puka vorbehalten. Und es gibt was anderes, wo du dich in Pseudotiere verwandeln kannst, in hier mythische Gestalten. Verflucht. Dann ist das gar nicht so cool. Obwohl, wenn ich aussehe wie eine Ameise, versucht sie mich vielleicht da unten zu greifen und ich kann einfach abhauen, weil ich ja viel schneller bin als eine Ameise. Das klingt gut. Okay. Mann, hast du wenig Glamour. Ich bin ja auch so gut wie tot, Mann. Ja, das zusätzlich. Ich dachte, die Freude gibt mir Glamour und nicht irgendeine scheiß Freude, die ich nicht habe. Also, du hättest daraus Glamour bekommen können. Das habe ich mir gedacht, aber ich wusste noch nicht wie. Das ist okay. Es ist ja nicht so schlimm, meiner. Wir gucken jetzt erstmal, wie das hier mit dem Unleashing wird. Oh, wat, Alter? Das ist übel dumm. Mann. Warte. Das ist deutlich mehr Micromanagement, als ich dachte. Ich brauche mal ein paar andere Dokumente, dass ich gleich das switchen kann. So, was würfelst du da nochmal? Wirt und irgendwas, ne? Wirt und Widerstand. Widerstand, was hast du da? Zwei leider nur. Das ist aber nicht viel, ha? Huh? Nee. Na gut, also. Du siehst ja nicht, als was sie dich sieht. Aber Punkt 1. Du beschwörst die Kräfte des Traums in diesen Ort und Heinzelmännchen. Und es klingt so laut und dröhnt, wie als stündest du mitten in einem geschäftigen Sägewerk mit vielen Stimmen, die fröhlich sich unterhalten, während geschliffen wird und gehämmert und genagelt und gebohrt und gesägt. Einige Späne fliegen auch durch die Luft. Du erhältst durch den Unleashing leider 2 Glamour. What? Ja, das war das ein echten Lucky Wurf. Du hast jetzt 5. Yay! Und sie scheint kurz verwirrt sich umzusehen, bis sie etwas am Boden fixiert, was dein Schuh ist, und sich darauf stürzt. Sie wird auch ihre Finger darin vergraben und kräftig reinbeißen. Es ist sehr schmerzhaft. Es ist die vorderste Zehe, die große, der Fleischer, der dir jetzt fehlt. Au! Ja, ich würde dann quasi versuchen, Weg gut zu machen zwischen
ihr und der Tür und ich dazwischen quasi, also weit weg von ihr, nah zu der Tür. Du hörst hinter ihr toben und kreischen, was auf jeden Fall nicht mehr klingt wie das eines Kindes, sondern das eines Monsters, das auch diesen ganzen Raum erfüllt. Und während du dahin rennst, fallen große Brocken schwarzen Nichts im Weg herum, die dich fast treffen und dich am Ende auch noch zu Fall bringen, was deiner Gesundheit weiterhin nicht zuträglich ist. Aber du kannst dich dann bis zur Tür ziehen und die zumachen, wenn du das wünschst. Das wäre super. Du bist schwerst verletzt, by the way. Ja, danke. Das habe ich mir gedacht. Gibt es sowas wie ein chimärisches Erste-Hilfe-Kit? Nope. Yay. Also, du hast keins. Ich gehe in meinen Raum. Du weißt, dass du dich mit Glamour heilen kannst? Lass mich das mal nachschlagen. Ja, du kannst einen Schaden pro Tag mit einem Glamour-Punkt jeweils heilen. Ist das nicht toll? Du hast noch 3 von 9 Lebenspünktchen. Ja, läuft. Ich würde versuchen, quasi mich darauf zu konzentrieren, nicht mehr zu bluten am Hals, beziehungsweise nicht mehr so viel Scheiße am Hals zu haben. Ja, mit den Kräften des Traums kannst du deine Wunde am Hals zumindest so schließen, dass du nicht... Ne? Das finde ich gut. Au. Schließ hinter mir ab. Hm. Also ich meine, das war eine Tür. Ach nee, deine Tür. Ja, das ist kein Ding. Ich bleibe jetzt hier. Da kommt sie nicht rein, wenn ich die Tür nicht öffne. Hoffe ich. Hm. Fuck, Alter. Ich dachte, das wäre einfach nur gespaltene Persönlichkeit, weil sie damit nicht klarkommt. Ja, aber dass die personifiziert zweimal darum rennt? Miriam ist sehr viel älter als die Geschichte mit der Schlange. Mhm. Ich dachte, ich hätte dich gewarnt. So indirekt. Ja, alles easy. Mhm. Alles klar. Ich wollte ja nur helfen. Mhm. Ja, ich bleibe erstmal auf jeden Fall für, bis es mir wieder halbwegs in Ordnung geht, bleibe ich erstmal in meinem Laden. Das ist mir egal. Das sitzt mir doch ein bisschen in den Knochen. 2 Tage. Also ich meine, dir geht es jetzt so, dass du weißt, du wirst nicht sterben, aber bis es dir wieder halbwegs in Ordnung geht, dass du heilst Wunden nicht schneller als ein Mensch, wenn du nicht nachhilfst. Ich würde es ja versuchen, aber... Na, du kannst am nächsten Tag kannst du noch ein Pünktchen investieren, aber dann bist du bei 3 von 11, ne? Ja, ich habe ja zum Glück in meiner Werkstatt das angefangene Banner. Ah, ja, stimmt. Willst du das zerstören? Es bleibt mir nicht viel anderes übrig. Ich fange halt neu an. Mhm. Okay, am nächsten Tage könntest du hoch und dir würde es richtig dreckig gehen, aber, ne, du weißt auch, dass auch wenn du nicht schneller regenerierst als ein Mensch, dein Zeh irgendwann nachwachsen wird zum Beispiel. Aber es dauert ewig. Sophie! Hast du eigentlich, weil David ist ja jetzt noch mindestens den nächsten Tag weg, sieht ihm ja nicht so ähnlich, hast du noch irgendwas vor? Nö. Okay, aber noch am nächsten Morgen würde auf jeden Fall, oder am nächsten Mittag, würde der Wanst bei dir klingeln. Ja, Sophie macht auf. Du. Hm? Wo ist denn der David? Keine Ahnung, unterwegs nehme ich mal an. Oh oh. Ist der nicht da? Nee, der ist nicht da. Was denn? Na, der wollte mit Miriam reden. Ist der bescheuert? Sie nickt. Und er hat gesagt, ich könnte, weil ich so groß und stark bin, könnte ich sie ansonsten hauen. Und da habe ich gesagt,
dass ich das nicht machen möchte. Und da hat er gesagt, dass er das machen tut. Und da habe ich ihm gezeigt, wo sie ist. Das ist schlecht. Aber der David, der soll nicht weg sein. Der hat sehr lecker gekocht. Und jetzt? Meinst du, wir sollen mal zusammen gucken gehen? Nee, wir gehen nicht dahin, wo sie ist. Na, vielleicht nicht da, wo sie ist, aber mal gucken, ob er irgendwo in der Nähe ist oder war. Ich weiß nicht, hier ist er nicht. Sollen wir mal zusammen suchen gehen? Na komm. Ja, sie nimmt die an der Hand. Und also ich sag dir, wo sie zuerst suchen würde. In seinem Zimmer. Vielleicht versteckt er sich ja in dem im Papierkorb. Der ist auf jeden Fall nicht in der Wohnung. Vielleicht versteckt er sich ja im Papierkorb. Bitte guck nach. Sie wird ihn umstülpen. Es fällt kein David raus. Vielleicht versteckt er sich ja im Garten. Vielleicht. Sie wird im Garten unter jedem Stein suchen, wovon es reichlich gibt, hinter jedem Baum und auch sonst überall. Sophie, schreibt David mal eine Nachricht. Wo bist denn du, du Pappnase? Keine Antwort. Vielleicht hat er sie auf den Dachboden versteckt. Dann gehen wir jetzt auf den Dachboden gucken. Im Dachboden kann die eine Stunde suchen, ne? Ja, aber Sophie hat auch keine Ahnung, wo sie sonst gucken soll. Das ist okay. Sie geht erstmal davon aus, ja, dass der Wanst ihr schon irgendwie sagen wird, wo in der Nähe was war und ob man irgendwo Spuren findet. Aber was anderes als jetzt warten kann sie nicht. Der Wanst hat ein extrem schlechtes Gewissen, er ist sehr besorgt und der sucht sich gut abzulenken. Deswegen macht Sophie das ja auch mit ihr. Ja. Nicht, weil das so fürchterlich sinnvoll ist, was er da tut. Vielleicht ist er auch im Keller und hat sich nicht getraut reinzugehen, weil er klug ist. Dann gehen wir mal gucken. Ja, du gehst vor. Ich gehe vor. Geht in den Keller. Des Wanstes Tür von innen, da siehst du Handabdrücke quasi im Stahl, wie als hätten die sich da von ihnen reingebohrt. Der Wand wird sofort ein paar Schritte wieder die Treppe hochgehen, sich dann bücken, um dann durch den Spalt zu sehen, den die Decke noch lässt. Und du siehst eine saftige Menge getrockneten Blutes, das von dieser Tür zu Davids führt. Dann schlägt Sophie jetzt mit der Faust an Davids Tür. Das kannst du vergessen, ich antworte darauf nicht. David? Es ertönt eine sanfte Glocke darin bei dir, David. Höre ich auch ihre Stimme? Ja. Dann ist gut. Ja, ich quäl mich zur Tür. Mach die dann auf. Er sieht furchtbar aus. Blut bespritzt mit klaffenden Wunden. Mit blauen Flecken und Quetschungen. Sophie starrt ihn an. Hi. Bist du völlig bescheuert? Und das Gespräch entwickelte sich nicht ganz so gut. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, du Idiot. Bist du lebensmüde? Bist du dumm? Gott, ich würde dir jetzt am liebsten eine reinhauen, echt. Hör auf, die Großen zieht jetzt eh nicht da. Scheiße, Mann. Brauchst du irgendwas? Nähzeug? Keine Ahnung. Nee, es geht. Was? Das kommt wohl irgendwie wieder. Okay. Positiver Nebeneffekt. Ich habe festgestellt, wenn man sich konzentriert, kann man seine chimärische Gestalt wieder regenerieren. Ja, es geht sogar mit der menschlichen. Ja, ja.
Geht's dem Wanz gut? Ja, sie hat Angst gehabt. Ja, geht's ihr. Bist du völlig irre, echt? Ich dachte, deine letzte Erfahrung mit einer Rotkappe hat dir gereicht. Mit einer ausgewachsenen. Die ist, die war nett. Im Gegensatz. Ja, das, das findet ja alles noch an der offenen Tür statt. Du hörst noch ein Schluchzen und dann ist der Walms auch weggerannt. Oh. Die letzte Erfahrung mit einer Rotkappe. Delicious. Deswegen hat sie gesagt, mit einer ausgewachsenen. Du kannst ja nichts dafür, aber das arme Kinderherz. Die Miriam hat es doch gesagt, wie es ist. Ich fürchte, da wird Sophie nochmal was wieder gut machen müssen. Aber das spielt jetzt erstmal gerade keine Rolle. Das stimmt, denn dein zweites Herz ist voll zerfetzt, Junge. Na dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als herzlich willkommen im Winter. Warum wollen wir nicht noch im Sommer bleiben? Ich grinse dich an. Das heißt wir. Du kannst bleiben, wo du willst. Ja, ja, ist klar. Hilf mir mal hoch. Sie streckt die Hand aus und hilft ihm. Ja, wir gehen ja zusammen die Treppe hoch. Ich glaube, eine Dusche tut mir ganz gut. Nee, du solltest so ein... Na, mach, was du willst. Wenn du aus dem Raum raustrittst und quasi der Mensch David ist natürlich unversehrt. Das hilft dir jetzt recht wenig, aber dennoch. Das war nett. So, ich glaube, ich gehe mal nach dem Wanz suchen. Sophie geht den Wanz suchen. Wie war das mit der chimärischen Gestalt unterdrücken? Kostet. Also nee, wenn du bloß die Leute nicht sehen lassen willst, wie viel Glamour du hast, kostet das nichts. Wenn du andere Feen nicht sehen lassen willst, dass du eine Fee bist, kostet das. Ja, ich wollte eigentlich dafür sorgen, dass die nicht sehen, dass ich so übelst zerfickt bin gerade. Das, also Verletzungen sind leider unmöglich zu verbergen. Also ich meine, du könntest nochmal diese Kraft anwenden und dich wie ein gesunder David darstellen, aber das kostet. Obwohl, es kostet nichts, wenn du einen Gegenstand der Zielperson zerstörst, was du bist. Wenn du deine Gegenstände zerstörst, dann kostet es nichts. Na guck. Und das hält bis nächsten Sonnenaufgang halt, ne? Ja, das ist easy. Da muss ich ein paar Sachen von mir kaputt machen. Ja. Ja, dann, würde ich das auch glatt tun. Ja, es wird dir halt immer mehr oder weniger schlecht gelingen, je nach Tagesform und so. Aber ja, das kannst du machen. Duschen und dann gehörst du sowieso ins Bett. Ja, ja. Ich wollte nur für den Fall, dass der Wanz mir über den Weg läuft, dass ich halt gesund aussehe, weißt du? Dass sie sich nicht noch mehr scheiße einrichtet. Ich hab dich schon gesehen. Ja, das ist ja egal. Na gut. Also, Sophie geht nach dem Wanz suchen. Du findest den Wanst außerhalb deiner Behausung irgendwann, Reilkirche, ja, oben an der, Kirchen, ja doch, das ist okay, an der Reilkirche. Sophie geht zu ihr. Geh weg. Warum? Weil sonst Miriam kommt und dich isst. Warum sollte sie? Was hab ich dir schon gesagt, weil sie Hunger hat. Ja, aber du noch nicht. Ja, aber Miriam ist doch wegen mir hier, du Troller. Na und? Was kümmert mich Miriam? Ich bin auch wegen dir hier. Sie sollte dich kümmern. Tut sie auch, aber jetzt gerade ist sie nicht da. Aber bald kommt sie. Das klingt wie eine Drohung. Bist du böse auf mich? Nein, ich bin nicht böse auf dich, aber sie kommt bald und dann isst sie dich. Das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich habe keine Angst davor, gehört dazu. Sie ist eben, wie sie ist.
Die soll aber nicht so sein. Warum? Findest du das nicht gut, so wie sie ist? Nein, die ist gemein. Ja, aber du doch nicht. Aber wenn doch die Leute sind, wie sie sind. Was ist denn dann? Dann bin ich auch so. Ich verrate jetzt mein Geheimnis. Jeder von uns ist manchmal gemein. Ich auch, David auch. Das hat er auch gesagt und guck ihn dir jetzt an. Er war ja auch dumm. Ihr wisst nicht, was gemein ist. Was ist denn gemein? Sie will, dass ich den Leon schubse auf die Straße, weil er gesagt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Wieso hat denn er das gesagt? Ist er dumm? Wenigstens hat er die Wahrheit gesagt. Hat er das? Glaube ich nicht. Der hat nur das nachgeplappert, was ihm irgendwer anders erzählt hat. Aber das muss doch nicht die Wahrheit sein. Dann wurdest du auch angelügt. David weiß es auch. David ist dumm. Aber David ist ein Erwachsener. Na und? Und die Kindergartentante hat das auch gesagt. Die Kindergartentante lebt auch ein echt trostloses Leben. Und außerdem will ich ihn deswegen trotzdem nicht auf die Straße schubsen. Das musst du doch auch nicht. Niemand zwingt dich dazu. Doch. Wer denn? Na, wenn die Leute doch so sind, wie sie sind. Naja, sie können sich doch dagegen entscheiden. Sie haben das Bedürfnis, sie müssen es aber nicht tun. Das was? Die haben Lust dazu. Ich hatte vorhin auch Lust, David eine reinzuhauen. Ich hab's aber nicht gemacht. Aber wenn die Miriam Lust hat, böse zu sein und dann das nicht machen muss, aber das dann trotzdem macht, dann... Dann hat sie sich so entschieden, das zu sein, ja. Und wenn du manchmal Lust hast, böse zu sein, dann sagst du halt, nein, ich schubst den Leon jetzt nicht. Hat doch bisher auch gut geklappt. Ja, aber es klappt nicht mehr gut. Ohne mein Schlangi. Ja, ich weiß. Ich will mein Schlangi wieder haben. Ich weiß. Sophie setzt sich jetzt neben sie. Wenn ihr schon alles kaputt macht, dann hättet ihr mir wenigstens mein Schlangi wiederbringen können. Du, ich würde das echt gerne, aber ich weiß nicht wie. Dann muss ich das selbst machen. Wie willst du das denn machen? Da fällt mir schon was ein. Tust du mir einen Gefallen? Nee. Tust du dir einen Gefallen? Nee. Moment. Doch. Sagst du mir, wie du das machen möchtest? Bevor du es machst? Das geht leider nicht. Erwachsene wollen immer nicht, dass man die besten Ideen tut. Glaub mir, ich bin für viele Ideen zu haben. Ich möchte nur nicht, dass du irgendwie, keine Ahnung, dich mit den falschen Leuten anlegst. Ich weiß ja nicht, was du vorhast. Herr Satt wird es doch sowieso erfahren. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht jetzt nicht. Ja, ich muss mich nur beeilen. Was möchtest du denn machen? Also ich nehme so ein Metallding und das sieht aus wie ein Anker, aber da ist noch so ein drittes Ding und das werfe ich mit einem Seil oben auf das Ding und dann ziehe ich mich da hoch und dann kriege ich vorbei an den Trollen und dann mache ich die Türen auf und dann gehe ich in den Käfig und dann hole ich Schlangi. Irgendwo muss aber noch ein Laser sein, glaube ich. Es sind immer Laser in der Geschichte. Nee, aber im Fernsehen. Ich glaube, das ist aber keine so gute Idee. Ich sag doch, die Erwachsenen sind dumm. Das stimmt. Aber ich war letztens da und da habe ich Schlange nicht gesehen. Bist ja auch doof, die gehört doch in einen Käfig. Na, ich habe keinen Käfig gesehen. Du warst ja auch nicht im ganzen Schloss. Das stimmt. Aber
Was meinst du denn, was passiert, wenn man dich erwischt? Dann muss ich jemanden küssen. Für Schlangi mache ich das. Ich weiß. Doch, das klappt, dann gehen nämlich alle an mir vorbei. Das ist auch in den Filmen. Wenn man entdeckt wird, dann muss man jemanden küssen. Das ist was anderes. Ja, komm, wir gehen zurück. Na gut. Aber du gehst vor. Kommst du in meine Hand? Ja. Sollen wir zusammen ein Bild von Schlangi malen? Nee. Okay. Sophie geht mit dir zurück. Jo. Kat? Ja. Wollt ihr noch was bereden, Kat? Okay. Jo, Kat ist gut. Gut, machen wir Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Bei der Musik muss ich immer an Oldboy denken. Und dann wird mir ganz warm um die Lenden. Naja, das unwichtigen Kram von weg. Auch wenn Sophie ein bisschen zickig war, jedenfalls fand ich das so, war Davids Argumentationskette doch lügenhaft. Sehr lügenhaft. Also, ich hab nicht verstanden aus dem, was er erzählt hat, warum das Eschus-Tat schlimmer war als die seine. Aber na gut. Des Weiteren... Face spielen wollen und nicht mit Kindern reden? Das geht natürlich nicht. Ich sage ja immer, Rollenspiel muss wehtun. Mir tut es jeden Montag weh. Naja. Vor allem, weil es auch nicht... Also, ich erwarte ja nicht, oder keiner erwartet irgendwie, dass man jetzt der übelste Manipulator ist. Das wartet man schon deswegen nicht, weil jemand, der megamäßige Manipulator ist, dann kriegt man es ja eh nicht mit. Aber, ja, ne, das ist ja nur ein Kind, mit dem man mal redet. Aber nun Miriam, was da eigentlich ist, denn ich weiß, dass das keiner der Spieler verstehen konnte, glaube ich, zumindest. Und das ist sowieso ein bisschen, naja, also es braucht Erklärung, so rum. Es ist, also, dass Daddy dachte, gespaltene Persönlichkeit, der sollte mich doch besser kennen, sowas mache ich doch nicht. Es ist, also Miriam ist eine Chimäre, das ist keine Fee. Es ist aber eine ziemlich kräftige Chimäre, je nachdem, wie sehr sich der Wanst vor ihr fürchtet. Die kann zurzeit noch und konnte nie so richtig außerhalb ihres Kellers existieren. Die kann nicht sehr häufig und wenn nur sehr kurz raus da. Natürlich kann sie dann nicht die normale Welt manipulieren. Es sei denn, die wird jetzt richtig mächtig. Kann sein, weiß ich nicht. Miriam ist die Angst vom Wanst. Die fleischgewordene Angst. Vorm Alleinsein. Ich meine, es gibt Gründe, warum die nicht bei ihrem Vater ist. Kinder gehen ja auch mit Abweisungen noch besser um als Erwachsene, vor allem von den Eltern. Und die Angst davor, eine Rotkappe zu werden, so wie ihr Papa, die A keiner leiden kann,
die solche schlimmen Dinge macht, die gewalttätig und brutal ist, was Kinder im Allgemeinen ja nicht wollen. Die wollen ja nicht böse sein. Und ja, sowas. Das ist die Angst davor, das zu werden und das zu sein. Ein schlimmes Kind zu sein, wo sie doch ein fröhliches, fröhliches Kind sein. Und Schlangi war der Wunsch vom Wanst, jemanden zu haben, der sie versteht und der ihr hilft, nicht so zu werden. Jemand, der ihr gut zuredet, jemand, der sie unterstützt. Natürlich weiß all das der Wanst nicht. Das ist ein bisschen sehr abstrakt für den Wanst. Der Wanst denkt einfach wirklich, das da ist ihr böser Zwilling, der die Dinge tut, die sie nicht machen will, vor denen sie Angst hat, sie zu tun, obwohl es einen gewissen Drang in ihr gibt, genau so zu sein. Ne? Und Miriam hat es ja schon gesagt, jetzt wo David halt völlig geschlachtet wurde, hat der Wanst ein schlechtes Gewissen, weil sie ja so Teilschuld hat. Noch mehr Schiss vor Miriam und dadurch wächst natürlich ihre Macht. Warum heißt sie Miriam? Also warum trägt ihr den Geburtsnamen vom Wanst, den richtigen? Weil Miriam der Name ist, den der Wanst trägt, den sie mit schlechten Erfahrungen verbindet. Ne? Also so wurde sie genannt von Leuten, mit denen sie offenbar nicht gut zurechtkam. Oder vielleicht auch denen sie was Übles getan hat. Und Wanst ist ja so ein quasi liebevoller Spitzname. Vielleicht kennt man das nicht. Also Flummi kannte das zumindest nicht. Die kannte das nur für einen Namen, für einen Boich. Also für einen Dickboich. Aber das, zumindest ich kenne das so, dass das auch ein Kosename allgemein für Kinder ist. Ne? Der kleine Wanst, der da rumrennt. Oder die Fenster machen wieder Unfug. Und den Namen Wanst hat sie angenommen oder den Namen Miriam eher abgelegt, als sie sich entschieden hat, einen Neuanfang mit Schlange zu wagen, ein fröhliches Frühlingskind zu werden oder zu sein und sich über ihre bestialischen Triebe zu erheben, die zu bekämpfen. So. Ich glaube, das sollte es eigentlich erklären, was da passiert ist. Ja. Ach so, ich habe gesagt, die kann kaum die echte Welt und die richtige Welt nicht manipulieren, bla bla bla. Aber sie hat ja nun schon zweimal die Bude dort bei denen ausgeräumt. Also bei David und Sophie. Ja, bei Feen ist es immer noch ein bisschen was anderes, weil als Wanst, Sophie das erste Mal erzählt hat von Miriam, war der Glaube von Sophie schon so groß, dass es die geben kann, dass sie da natürlich mehr Macht hat. Bei irgendwelchen anderen Kindern im Kindergarten, die nie von Miriam als bösen Zwilling gehört haben oder sie das nicht glauben, da kann dann diese Chimäre auch nicht viel machen. Aber da halt schon. So. Und wenn es ein bisschen inkonsistent ist, dann ist es ja auch mehr Changeling. Ne? Das ist immer das Beste am Spielleiten in diesem System. Wenn was komisch ist, dann soll das so sein. Du weißt nur noch nicht warum. Es ist alles verrückt und ein Traum. Toll. Nee, doch. Genau. Ach ja, ich hab mich auch in einem Satz in der Folge verraten. Ich hab's in dem Moment auch direkt gemerkt, war voll ärgerlich bezüglich des Rätsels, des Geases. Aber ich hoffe, dass sie es nicht gerafft haben. Ich glaube, sie haben es nicht gerafft. Flumi hat in dem Abend zwischendurch gepennt. Nö, das ist auch immer ein Zeichen guten Spielleitens, wenn dir einfach jemand wegratzt. Ah, ich bin so toll. Macht's gut.